Moin Moin. Ich bin gerade dabei, unseren Biersafe einzubuddeln. Und in den Videos, die ich mir angeguckt habe, klar, wird immer dieses Buddeln natürlich vorgespult. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, dass das nicht immer alles so einfach ist, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Guck mal rein bitte in das Loch. Da sitzen die Steine direkt genau in dem Pfad, wo ich hin muss. Ich buddel weiter, hören wir später. So, da bin ich wieder. Die dicken Steine, die man vorhin in dem Loch sehen konnte, habe ich jetzt entfernt. Und das ist schon so das, was ich jetzt da alles rausgeholt habe. Und wir reden hier von einem 20 cm Durchmesserloch. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt eine Tiefe erreicht habe. Kommt mir auf jeden Fall so vor, wo dann dieser Bauschutt endlich aufhört. Gut, war halt damals so, dass man da die Baugrundstücke mit aufgefüllt hat. Muss man durch. Ich hoffe, dass andere Leute von euch das nicht haben werden. Ich mach mal weiter. Bei 80 cm bin ich ungefähr. Habe also noch gute 30 vor mir. So, so weit komme ich schon rein mit dem Biersafe. Ja, man hört sich, ich bin außer Atem, weil echt scheiße Arbeit ist. Der Boden löst sich jetzt zwar sehr gut, aber leider kommt mit dem Erdbauer auch, obwohl es Lehmboden ist, nicht wirklich so viel Erdmassen mit nach oben, wie ich mir gehofft habe. Fällt doch viel daneben wieder. Und das wird auch wahrscheinlich das Problem sein, warum ich jetzt noch nicht ganz so tief komme. Eigentlich habe ich schon tiefer gebohrt. Durchatmen und dann geht es gleich weiter. So, das Loch ist zu Ende gebuddelt, sind halt auch nicht mehr Steine geworden. Musste aber auch wirklich die komplette Länge vom Erdbohrer ausnutzen. Und jetzt bin ich wieder dabei, so einen oberen Teil davon schwarz anzustreichen oder anzuspannen, weil rausgucken lassen. Was mich ein bisschen wundert ist, in dem Video von dem Biersafe sieht man eigentlich immer, wie er auf der Weide erst einen schwarzen Deckel hochhebt und dann normalerweise den Originaldeckel des Rohrs. Der war jetzt eben nicht der Weidedeckel. Ich werde da aber nochmal hinschreiben, glaube ich, um mich einfach zu erkundigen, ob der nicht zum Lieferumfang dazugehört. Und mal schauen, was sie sagen. Ansonsten erstmal schwarz ansprühen. Da kommen jetzt noch ein, zwei Schichten drauf. Und dann werde ich in den Boden versenken. Noch so ein bisschen verfestigen. Und dann sind wir zum Biersafe ist abgeschlossen. Und den werden wir noch einige Male diesen Sommer nutzen werden. Bis dahin, tschüss.